Also, okay, wir ziehen uns jetzt noch Street Fighter 6 rein. Ja. Das wird wahrscheinlich die letzte Reaction sein, weil ich wüsste nicht worauf. Vielleicht Stray, obwohl Stray kommt ja schon in anderthalb Monaten. So. War ja, glaube ich, Ende Juli oder so. Aber ich muss ehrlich sagen, State of Play überragend geil. Und das Geile, auf der einen Seite könnte es jetzt geil sein, dass es so jetzt weitergeht die nächste Zeit, die nächsten ein, zwei Wochen mit der Microsoft-Pressekonferenz, mit Summer Games Festival, mit PC Gamer Show und Video Game, irgendwas, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind ja die nächsten ein, zwei Wochen auf jeden Fall einige Streams am Start. Und die werde ich auf jeden Fall auch streamen gemeinsam. Wenn ihr Bock habt, seid ihr gerne am Start. Nächste Woche, wie gesagt. Es könnte also quasi der Auftakt sein für mehr krasses Zeug, oder es wurde jetzt schon so hart abgeliefert, dass es so geil ist, dass es eher jetzt bergab geht. Keine Ahnung, weil Resident Evil 4, Street Fighter 6, was wir uns jetzt reinziehen, und jetzt auch Final Fantasy 16. Also entweder das eine oder das andere, aber auf jeden Fall schön nice. Ich freue mich einfach auf die Zeit. Ich habe richtig Bock auf jeden Fall mit euch. Callisto, genau. Callisto Protokoll war auch richtig geil. Stimmt. Auch mega geil. Ich habe richtig Bock mit euch, die ganzen Livestreams mir reinzuziehen nächste Woche. Ja, also wie gesagt, nächste Woche, dann geht es richtig ab. Microsoft muss abliefern, Microsoft wird abliefern, bin ich sehr überzeugt. Sony hat es jetzt schon getan. Natürlich mit Third-Party-Games, aber trotzdem einfach geile Games gezeigt. Und jetzt gehen wir aber wirklich genug gelabert in Street Fighter 6, weil das hat mich wirklich sehr gefreut, weil Street Fighter ist für mich absolute Liebe. Weil, ja, Street Fighter 2 schon auf dem Super Nintendo gespielt. Weiß gar nicht, ob ich die Story schon mal erzählt habe. Damals mit drei, vier, fünf Cousins in einem Raum, einem kleinen Raum gezockt, Street Fighter. Und der gewonnen hat, durfte am Pad bleiben. Die anderen mussten abgeben. Und er wurde gewechselt. Und wenn du dann wirklich drei, vier, fünf deiner Cousins platt machst, in Row, dann bist du der King. Dann bist du der King des Arms. Das war damals, das war geil. Deswegen, allein nur wegen dieser Erinnerung liebe ich einfach Street Fighter. Hau rein, Skelette, auch alle, die jetzt pennen gehen. Wir ziehen uns, wie gesagt, noch den Trailer rein. It's not like a game. This journey doesn't have a real ending. Der erinnert mich aber so ein bisschen an diesen Boxtypen aus Tekken. Weiß noch jemand, wie der heißt? Bei mir war es eher Tekken. Ja, wie gesagt, ich bin halt vielleicht ein Ticken älter als du, weil bei mir Street Fighter 2 war halt auf dem Super Nintendo, da gab es Tekken noch gar nicht. Also nicht auf der PlayStation. Die war ja noch ein bisschen, die hat ja noch ein bisschen auf sich gewartet, auf sich warten lassen, so rum. Okay, then. Hope you're Aber ready bei to Tekken gab begin. es natürlich auch solche Battles, da. If you Tekken want to 3 start gerade. off on the right foot in this city, hit the streets. Steve Fox hieß ja. Ja, Steve, genau, Steve, der Ami war. Wahrscheinlich, ich bin 22. Ach krass, ich bin erst 18. Yeah, hey Dad, do this. Okay, hier muss ich, glaube ich, wenn ich es hochladen will, ein bisschen öfters anhalten. Wegen der Musik. Ich sag's hier auch nochmal, ich hab's vorhin im Livestream bei der State of Play gesagt. Nix geht über die Street Fighter 4 Musik. Nix geht über die Street Fighter 4 Musik. Avocado Burger? Das ist ja wohl eine Frechheit. Mike Hagger? Auch eine alte Figur. Mega cool. Einfach eine Statue, warum? Hä? Warte mal. Was haben die auf dem Kopf, Alter? Einfach ein Karton oder was? Sind die dumm? Guck mal, das hier. Also, ich weiß nicht, das habe ich noch nicht ganz verstanden, ob du wirklich unterwegs bist, so Streets of Rage-mäßig, 3D, dass du unterwegs bist in den Straßen und da dich auch kloppen kannst. Weißt du, wie bei Yakuza oder sowas. Oder wie auch früher ist schon mal in Mortal Kombat Shaolin Monks hieß es, glaube ich. Da warst du nämlich auch so ein bisschen unterwegs. Tekken hat es ja auch schon gemacht, dass du so einen richtigen Story-Modus hast, wo du dich so durch gewisse Areale bewegen kannst und den Leuten dann auch die Chance hauen kannst. Guck mal hier, das meine ich nämlich. Dass du hier unterwegs bist. Sieht fast so aus. Klar, das Charaktermodell sieht das nicht so geil aus, ehrlich gesagt. Sieht irgendwie so klumpig aus, aber vom Style her trotzdem. Finde ich den ganz geil. Hier auch das Gesicht ist jetzt nicht so überragend. Kennt man irgendwie besser von Resin, von der. Wahrscheinlich wird es auch die AI-Engine sein, ne? Aber trotzdem. Bin mal gespannt, was sie damit planen, ey. Kann ja sein, dass du wirklich so einen Story-Modus hast. Dass du dir deinen. Sieht auch so aus, als wenn du deinen eigenen Charakter zusammenbauen kannst.
Und dass du dann vielleicht da irgendwie unterwegs bist, ein paar Missionen machen kannst, dir vielleicht ein bisschen Kohle verdienen kannst, damit du hoffentlich ohne riesigen Echtgeld-Shop, Capcom, ja, dir vielleicht ein Kostüm freischalten kannst, dadurch, dass du hier den Singleplayer vielleicht spielst. Gesicht an ihr. Und der Junge erst, der Junge erst, was hat der für einen Stecknadel im Kopf? Ach, du Scheiße, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, hier, wie gesagt, das Gesicht sieht natürlich. Aber wie gesagt, mal gucken. Mal gucken, ob vielleicht ist es auch einfach nur so ein Bonusmodus. Bonusmodus, ja, könnte sein, vielleicht. Weil jetzt geht es nämlich erst richtig los. Ich laber schon wieder viel zu viel, ey. Obwohl es jetzt erst losgeht. Ihn. Rio, die Legende. Ja, die Musik ist natürlich, also. Die Musik ist natürlich nicht so mein Style. Also haut rein an alle, die pennen gehen. Alter Junge, und hier haben wir wieder diese überdimensionalen Hände und so weiter. Auch er hier, Alter, wie der aussieht mit seiner Powerlocke, geil. Der mit dem Zopf erinnert mich an den Chinesen von Baki. Ah, stimmt, ja. Dafür müsste er noch ein Ticken breiter sein. Aber was heißt das hier? Zwei gegen zwei Kämpfe oder was? Oder war das einfach nur so, dass sie da in die Arena kommen, mäßig? Guck mal hier, der Style, die Grafik sieht ja direkt viel besser aus als diese Laufanimation, wo du da unterwegs warst. Das sieht direkt viel krasser aus. Alter, was hat die für Schenkel, Junge? Wenn die. Ach, ne, ich sag lieber nichts. Ah, haut rein, Jungs. Hau rein, Schwabi. Und Mädels. An alle, die pennen gehen, genau. Der Style gefällt mir richtig gut, ja. Ich richtig Bock drauf. Ja, sorry, ich muss halt öfters anhalten, weil ich keinen Bock habe hier auf die Musik. Aber hier ist sowieso ein cooler Spot gerade oder ein cooler Moment gewesen anzuhalten. Weil diesen Style finde ich geil. Diese Optik. Diese, wie nennt man das so? So Farbklecks-mäßig wie bei Splatoon oder so. Graffiti-Style, so, ja, so mäßig. Ja, so, hier, guck mal, das sieht voll geil aus, finde ich. Hier auch hier. Aber wie gesagt, obwohl, wie gesagt, Street Fighter 4 durchgehend geiler Style. Geil, sieht es aus. Geil. Boah, guck mal hier. Ey, wie gesagt, wegen der Musik muss ich ein bisschen öfters anhalten. Ich hab keinen Bock mehr auf Flames oder so. Und so lange am Stück halte ich die sowieso nicht aus, die Musik. Wie gesagt, sogar mit eigenem Emblem hier jetzt hier. War ja so der Aufschrei bei der ersten Ankündigung, weil die so einen vorgefertigten Hintergrund genommen haben als Emblem hier, als Logo. Ja, da war ja riesiger Aufschrei, war halt ein Platzhalter, wie man sieht. War schon ganz geil so mit diesem Graffiti-Style, oder? Finde ich ganz geil, gefällt mir. Ja, soll auch nächstes Jahr rauskommen. Also Resident Evil, sag ich schon. Ach, guck mal hier. Das ist Online-Multiplayer. Okay. Da kannst du vielleicht hier reinkommen. Ach, guck mal, hier sind sogar Automaten so. Da kannst du wahrscheinlich mit deinem eigenen erstellten Charakter, kannst du hier reingehen. Hier siehst du wahrscheinlich etliche Leute. Und dann könnt ihr euch kloppen oder sowas. Und vielleicht den anderen Zuschauern sogar ganz easy. Als wenn du so ein riesiges Turnier veranstaltest oder so. Standen da eben die Game-Modes am Ende? Ich weiß gar nicht. Ah, ich freue mich drauf. Wo meinst du? Hier vorne? Battle Hub. Battle Hub ist wahrscheinlich da, wo du jetzt reingehst. Fighting Ground, Battle Hub. Weißt du das?
hier im Battle Hub. Ja, das wird wahrscheinlich wirklich, ja, dass du wirklich so da reingehst mit deinem eigenen Charakter und dann könnt ihr euch verabreden zum Kloppen und dann geht ihr an die Automaten oder sowas. An die Arcade-Automaten und dann kloppt ihr euch. Ja, cool, ey, freue ich mich drauf. Street Fighter ist Liebe. Der fünfte, wie gesagt, war jetzt nicht so geil. Ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist bei Street Fighter 5, aber der Start war richtig verkackt. Viel zu wenige Kämpfer, viel zu viele Probleme im Online-Modus, das geleckt hat und so weiter. Und wie gesagt, bei so Beat'em-up Online, wenn du da den Online-Modus nicht hinbekommst, dann hast du es komplett reingeschissen. Das war am Anfang leider so. Ja. Hab ich Bock drauf. So, das war's.